Ich habe hier einen 580 Gramm schweren Hoodie von Wishu, made in Germany, 109 Euro teuer. Gerade wenn die Temperaturen so wie heute so um die 15 bis 18 Grad sind, wo es noch angenehm ist, trägt man doch gerne auch einen Hoodie, der eher midweight, lightweight ist. Gerade in den letzten Monaten ist neben diesem ganzen Heavy-Thema das Thema mit den normalen Hoodies so ein bisschen untergegangen, weil es ist schade. Die haben nämlich einen Vorteil gegenüber den Heavy-Sachen, die fallen ganz anders. Ich habe hier 5 Stück vorbereitet, die sind alle ein bisschen anders, außer die 2. Das ist nämlich der gleiche Hoodie, nur in 2 verschiedenen Farben. Warum, zeige ich euch jetzt. Und das ist der Vorteil, den ich erwähnt hatte. Beim ersten Hoodie, den ich hier anhabe, der ist unfassbar distressed, überall zerstört. Zeige ich euch gleich in irgendeinem Detail. Der Vorteil von dünnen Hoodies, wie es der hier jetzt ist, zum Beispiel perfekter Herbsthoodie, es ist einfach der Vorteil, wie es fällt, wie der Stoff sich bewegt, wie der Stoff sich wölbt und alles. Das haben wir, glaube ich, so ein bisschen in der Szene vergessen, wie schön eigentlich auch dünner Stoff sein kann, wie er sich um den Körper anschmiegt und ganz anders rüberkommt. Ihr seht schon, hier Risse, an der Kapuze Risse, hinten an der Kapuze Risse, hier am Bündchen Risse, komplett distressed. Selbst hier am Körper, überall Löcher, seht ihr hier auf der Brust, unten an der Tasche, kompletter Distressed Hoodie. Man muss zu diesem Hoodie sagen, ihr seht schon die Länge, die ist knapp über Schrittlänge. Das heißt, der ist nicht lang, was man eigentlich ja so von UC so ein bisschen kennt. Er ist eher gut normal, schon fast cropped geschnitten. Ihr könnt das Ganze nochmal umknicken nach innen. Funktioniert das? Das ist so ein bisschen der Test jetzt dazu. Ja, funktioniert. Ihr habt es nochmal ein Stückchen cropped, wenn ihr das haben wollt. Und es funktioniert tatsächlich. Die Ärmel sind extra länger, stacken hier sehr gut, gefällt mir sehr nice. Ich zeige euch das Ganze nochmal in Grau, weil ich glaube, dass Grau nochmal der Ton to go ist. Gerade mit diesem Distressed Look sieht das halt wirklich wie ein Hoodie aus, der, keine Ahnung, 30 Jahre im Keller war und irgendwelche Mäuse dran geknabbert haben. So sieht der Graue aus. Der ist nicht nur grau, der hat eine Fade-Out-Waschung genossen. Das spürt man, das merkt man. Und natürlich das Distressed überall. Selbst am Ribbund wurde das Ganze Distressed genauso identisch. Und ich bin der Meinung, der hier ist von der Farbe vielleicht nochmal interessanter. Für Leute, die sich ein bisschen abheben wollen, ein bisschen Farbe reinbringen wollen und kein knalliges Rot tragen wollen, ist das eher richtig. Aber als Daily-Hoodie würde ich eher sagen, ist dieser Hoodie perfekt. Der vierte Hoodie in der Runde ist so ein bisschen ein Mix aus einem Quarter-Zip und einem Hoodie. Auch lightweight, fühlt sich insgesamt gut an. Ihr seht auch, wie der Stoff hier fällt. Ich zeige euch das gerne auch nochmal von hinten drum und dran. Ihr habt hier eben diesen Quarter-Zip hier vorne, womit ihr euren Halsausschnitt größer machen könnt oder entsprechend wieder enger. Ich war mir zu Anfang nicht sicher, wie der Look so ein bisschen kommt, aber ich muss ehrlich sagen, ist gar nicht mal so schlecht. Auch in diesem Beige-Ton kommt das tatsächlich nicht schlecht. Also ich bin überrascht. Der nächste Lightweight-Hoodie hier in der Runde ist ein Zip-Hoodie. Und was für ein Oversize. Ich muss näher kommen, um euch das zu zeigen. Seht ihr diese Schulterlinie? Ich habe selten solche Pieces gesehen, die so weit und allen drum und dran sind. Also ich muss es mal für euch hier mal zumachen, dass ihr das auch mal live seht, wie es closed ausschaut. Es ist halt wirklich ein Herbst-Zip-Hoodie schlechthin, lightweight, was ich mir auch ziemlich nice vorstellen könnte im Gym, weil er wirklich so schlapprig und wirklich schon nicht mehr oversized. Ich würde das eher tendierend zu loose fit bezeichnen, weil der komplett jegliche Form verliert. Aber es sieht einfach crazy aus. Aber ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut, wenn wir uns auch die Kapuze anschauen. Wir können die mal drüber werfen, wie riesig die ist. Seht ihr das? Mein Kopf ist weg. Das ist einfach unfassbar. Das ist einfach ein Look, den kannst du nur mit einem Stoff erreichen, der nicht heavy ist, muss man dazu sagen. Also einfach crazy. Nummer 5 und somit auch der letzte Hoodie heute ist eher sportlicher. Wir haben hier auch einen recht dünnen Stoff. Ihr seht schon, die Känguru-Tasche hier vorne ist versteckt. Wir haben 2 Schlitztaschen hier an der Seite. Wir haben hier am Bund einen Kordelzug, dass wir ihn hier enger machen können. Und jetzt beginnt die Magie. Warum? Ich glaube, das ist so mein Lieblingshoodie von allen, wenn es um Lightweight geht. Und jetzt zeige ich euch das. Ich habe ihn hier richtig, richtig eng gemacht und schaut mal, wie der jetzt hier um meine Hüfte stackt. Das Ganze können wir natürlich auch hier vorne zumachen, muss man sagen. Ihr seht schon, wir haben auch 2 davon hier. Wir können es hier enger machen, tendiere ich eher weniger dazu. Wir haben diesen Oversize-Schnitt, es fittet locker. Und dadurch, dass ich es hier eben zumachen kann, oh mein Gott, das ist schon nice. Wirklich gefällt mir richtig, richtig gut. Also mit einem Griff hier stacked, cropped gemacht. Sehr cool.